Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Guild Wars 2. Das könnte klappen. So, ich habe jetzt ein bisschen länger nicht mehr gespielt, aber wenn ich mir so die Karte anschaue, habe ich schon ein gutes Stück erkundet. Und ich würde eigentlich sagen, wir reisen jetzt gleich mal so ein bisschen Richtung Norden. Ja, also das müsste dann hier so vom Strand aus immer weiter geradeaus sein. Jetzt weiß ich gar nicht, was habe ich in der letzten Folge... Ah ja, ich habe ja den Unterwasserkampf freigeschaltet, juhu. Ups, Moment. Untote kommen vom hier. Strand her. Vitala Schwarzwald, Dreizack oder so ähnlich. Wir sind den Siedlern des Lagers. So. Wir haben den Unterwasserkampf freigeschaltet. Was ist Unterwasserkampf? Etwas total Nerviges. Hier kommen mehr! Ey, was wollt ihr von mir? Mädels? Hallo. Don't mess with me. Und flup. Ach, du willst auch noch auf die Schnauze? Komm her. Was war das denn? Ah ja, okay. Oh, wir haben eine unheilvolle Glyphenpistole bekommen. Nice to have, aber brauchen wir gerade nicht. Was wir mit dem ganzen Zeug machen, was wir nicht brauchen, können wir vielleicht in dieser Folge ja schon mal herausfinden. Oh, neue Aufgabe. Helft den Lautlosen mit dem Albtraumhof fertig zu werden. Repariert die Fischernetze und fallen. Ah. Hier ist ein Krebs. Ich will den Krebs angreifen. Ich darf auch nicht. Ah, hier ist ein Krebsfeuer. Das reparieren wir doch mal. So, ich weiß nicht, ob das Schanze hier zu ruhig ist, aber ich weiß, ich würde jetzt hier eigentlich ungern Musik einbauen, da es ja eh schon hier im Spiel Musik gibt. Oh. Ja, hier seht ihr, was der Unterwasserkampf ist. Also, wer es erwartet, ein Kampf unter Wasser. Okay. Ihr seht schon, das ist nichts so wirklich Besonderes, einfach nur ein bisschen Kämpfen unter Wasser. Okay. Ich würde es dann selbst gerade noch so ein bisschen durchlesen, weil, wie gesagt, Mesmer habe ich so wohl noch nie wirklich gespielt. Ich gerade selbst zum allerersten Mal. Ah, aber hier an dem Land können wir kämpfen. Krebsfleisch. Das ist einfach nur eine Trophäe, ja. Okay. Hallo. Danke. Hier, Krebs. Volle, reparieren. Was war das? Es kann losgehen. Okay. Den ignorieren wir mal ganz schnell. Insel des trauernden Steins. Sie hatten Angst. Auch ich bin ruhiger. Und kommen wir jetzt eigentlich mittlerweile schon. Euer Gesicht aus Ihnen des Oh, wir können hier schon Erntewerk, also die Sammelwerkzeuge kaufen. Die gönnen wir uns dann auch einmal. Und rüsten die alle einmal aus. Haben wir wieder irgendwas? Nein. Aber was wollen wir machen hier? Verkaufen, Schrott verkaufen. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Bis nächstes Mal. Und da ist wieder eine Krebsfalle. Lebt gut. Nein, die wollte ich gar nicht ansprechen. Hallo. Ich wollte ich. Krebs. Eben nicht. Gut, dann ist auch hier die Krebsfalle. Dann sollte das jetzt gleich auch schon hier fertig sein, die Aufgabe. Ey, komm. Kumpel. Nein. Siehst das gar nicht sein. Immer die Leute, die denken, sie hätten was drauf und dann wollen, kriegen auf die Schnauze. Grauenvoll. Erinnert mich so sehr an mich. Ich bin immer gespannt, wann es hier soweit ist, dass wir das erste Mal auf die Schnauze kriegen. So, hier haben wir Kupfererz. Das bauen wir an. Gibt dann immer noch schön ein bisschen Erfahrung. Und wir kriegen Kupfererz, das wir dann auch noch verkaufen können oder später weiterverarbeiten. Da ich aber später auf eine Spezialisierung gehe, werden wir das erstmal überlagern.
und werden dann später froh sein, wenn wir das gebrauchen können. Und glaubt ihr, der Zeitpunkt wird kommen. Okay. Da haben wir noch eine Krebsrolle. Das sollte dann noch die letzte sein. Hoffe ich doch mal. Wie gesagt, ich sehe ja die Aufnahme leckt ein bisschen. Ja, relativ flüssig aus. Okay. Ihr seid jederzeit willkommen. 68 Kupfer und 135 Karma. Dann latschen wir weiter gegen Norden. Gut. Oh, ich liebe den Kalidonenwald. Der Kalidonenwald ist richtig schön aufgebaut, finde ich. Ich meine, dieser Wasserfall sieht alleine richtig geil aus. Was haben wir denn da Feines? Hier ist doch wieder eine Sehenswürdigkeit. Und zwar eine unentdeckte. Und es ist... Naulskopf-Zuflucht. Keine Ahnung, aber... Wir haben es entdeckt. Ja, wer hat es entdeckt? Das Schweizer. Ja, okay. Okay. Oh, wir sind hier schon bei dem... Bei der Niner Quest. Die machen wir dann noch einfach auch mal. So und. Sehr schön. Mächtiges Kettenpanzer, mein Kleid. Können wir das ausrüsten? Natürlich nicht. Oh, aber das können wir ausrüsten. Das ist sogar noch eine Verteidigung besser. Die Wurzelwinkelschlucht. Er bewindet die Höflinge, ihre Häuser, befreit Gefangene, bla bla bla. Okay, kriegen wir schon alles hin. Zeitraumwelle. Legen wir es direkt mal mit an. Blub, 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 blub. Alter, was ist denn jetzt hier? Okay, das gab schon mal schön dick Fortschritt. Aber wir befinden uns hier immer noch im feindlichen Territorium. Spinneneiersack zerquetschen. Und da haben wir auch schon die Albtraumspinne. Zack, zack. Ja, jetzt greifst du nicht mehr. Ja, dann greift jemand an. Blub, blub, blub. Ich glaube, wir können ja echt gut, also hier die Aufgabe fertig machen und leveln. Also. So. Und wieder zerquetschen. Und du weißt schon nicht mehr, wo du bist. Oh, das wird eigentlich relativ wenig Fortschritt. Oh, Skrittheimbrecher. Da bringen wir uns gleich mal ganz schnell hin. Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Und rüber. Ich hatte es bei den Skit-Einbrechern. Die hinterlassen Loot. Und zwar nicht so wenig. Da hat er eine Beutetasche fallen gelassen. Aber hier. Die können wir jetzt einfach öffnen. Und wir haben Loot. Jetzt kommt schon. Mädel. Ein unvergessliches Quatsch. Abgeschlossen. Was? Ich würde schon wieder? Ja, wir werden gerade 10 Erfolgspunkte bekommen. Alter.
werde ich noch weiterreichen an den blassen Baum. Na, nicht im Augenblick. Komm schon bei dem Event, wenn ich schon nehmen. Ich glaube, dafür sind wir uns noch Reichweite, oder? Oh Mann. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich hier fertig sind mit diesem Event, dann haben wir einfach mal die halbe Weltgeschichte entdeckt. Oh Scheiße, sind wir hier im Zählergebiet? Oder sind wir vor? Wäre so, wenn ich jetzt mal gerade hacke, futter ich mir schnell ein bisschen was von meinen Spaghetti hier. Schöne Holzstöcke. Die können wir einlagern. Und ist das besser? Auf jeden Fall. Ach, dafür brauchen wir Stufe 10. Na gut. Wollte ich jetzt hier rumlaufen überhaupt? Haben wir hier in der Nähe eine Wegmarke? Nein. Ich würde eigentlich ganz gerne eine Wegmarke haben. Wir haben Gesellschaft! Ja, geht eigentlich ganz gut was gegen die. Ja, ja, ich meine, sie sind zwar schon stärker, aber. Da haben wir eine Hirschkuh, eine Pirsche. Meine Kuh wächst! Flup, flup, flup. Alles wird zerflogen. Und geblockt und. Nee, 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 nee. Wir haben nichts drauf. Ich sehe schon kommen. Ich hatte gerade schon Befürchtung, dass ich vom Server fliege. Ich sehe nämlich in letzter Zeit eigentlich auch relativ gern mal. Ein winziger Beutel mit Skrit. Glänzigen. Wie mache ich es jetzt? Wenn ich jetzt da lang gehe, sollte ich eigentlich zu einer Wegmarke kommen, wenn ich mich recht erinnere. Dann holen wir uns hier mal gerade. Und. Na, wo war's? Habe ich das ausgeschaltet, dass man da laufen kann? Okay. Ja, helft Zipti, bla bla bla, bei der Untersuchung der ungewöhnlichen Skrit. Komm, du kannst auch eh nicht. Ist der neue Satz fertig? Kein Problem. Die Skrit haben unsere Aufspürer eingesammelt. Dafür glänzen die Dinger ja schließlich. Ja, ja, die glänzen nicht. Ich weiß. So, hier sind wir aber bald auf eine Wegmarke gestoßen, hoffe ich doch. Jawohl, da sehe ich schon zwei. Hier haben wir die Wegmarke Gartal, die ist am nächsten und da Kaledon Freistadt. Wollen wir uns wieder mal? So, wir sind schon bei 14 Minuten 30. Haben wir hier eigentlich ein Bankzugang irgendwo. Hier ist eine Kauffrau. Ach, direkt daneben ist auch die nächste. Ja, dann holen wir uns die auch mal. Weißt du? Ganz ehrlich? Über so ein. Okay, da hätte eine sein können. Das habe ich nicht entdeckt, sehe ich gerade. Naja. Schauen wir uns dann gleich mal an. Da.
Aber dass sie so nah nebeneinander sind, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. So, die müsste ihn doch. Da vorne sehe ich sie doch schon. Und weil ich es gerade eben gesehen habe, ist hier auch irgendwo noch ein Aussichtspunkt. Den können wir uns auch direkt holen eigentlich. So. Wer sind diese Tengu? Wie ist ihre Geschichte? Hier ist die Löwengarde. Ich weiß nur, sie kommen aus einem fernen Land und leben hinter dieser Mauer. So, wo ist denn hier der Aussichtspunkt? Aussichtspunkt, wo bist du? Aussichtspunkt, hol du. Ah, da habe ich ihn gesehen. Der ist sehr gut versteckt. Und dann schauen wir uns das einmal an. Schön, ne? Okay. Dann hoppen wir mal weiter. Was können wir eigentlich hier noch nehmen? Pflanze einheilen, dann sagen wir. Und dann können wir da auch reflektiert Projektile und heilt euch selbst. Durch Meditation leitet ihr einen Zauber auf, der erscheinbar aktiv ist. Heilt euch gelegentlich selbst. Der Heileffekt basiert auf der Anzahl der aktiven Meditationen. Heilt euch selbst und lässt uns alle wieder auf Ladezeiten von Tupel. Stopp, das würden wir später nehmen. Das klingt schon relativ gut. Wie sieht das hier aus? Ach stimmt, wir haben ja noch den Beutel mit Skriptgrenzigen. Jute-Rest. Lagern wir ein. So. Jetzt würde ich mal gerade schauen. Wir müssten eigentlich... Wenn wir weiter noch hier nach oben gehen. Oder hier so rein. Oh, Kräutersprosslinge. Das sammeln wir auch mal. 5 Vanilleschoten. Lagern wir ein. Die Schlacht um den Bergsohlensumpf. Ich habe so die Befürchtung, dass wir in einem sehr, sehr tiefen Wiese wohl vielleicht gar nicht sein sollten. Aber das sehen wir spätestens bei der nächsten Aufgabe. Hier wird wohl eine... Oh, ja, Stufe 14. Okay. Was können wir schaffen? Wenn wir uns einfach noch hier um die Pflanzen kümmern, sollte das klappen. Albtraumdornen. Die können wir uns dann auch mal hier so einen Funkenschwärmer machen, mal weg zerstören. Ach, hier bin ich. Okay. Da kümmere ich mich dann gleich mal drum, was wir hier machen können. Da hole ich mir mal hier die letzten Sachen. Oh oh. Nee. Nein. Aus. Stufe 9. Ah. Jetzt hätten wir aber erst das Sammeln freigeschaltet. Wo ist denn hier die. Ach so, da unten. Ach, sag bloß, wir kommen dann jetzt hier. Nee, warte mal. Der eine ist da. Wo kommt. Da geht's zur Provinz Metrika. Ja gut. Am besten wir uns mit dem Altraumhöfling da. Ah, sie kriegen auch Unterstützung. Sehr schön. Das hat eine fette Erfahrung gegeben. Sehr schön. Ja. Da machen wir jetzt doch noch nicht so viel. Weil ich jetzt aber mal hier gerade mache. Hier ist so ein Gefangener. Den befreien wir mal. Ich bin sehr dankbar. Und dann gehe ich mal hier so zurück nach. Hier so. Und. Oh oh.
Komm schon. Nein, 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 nein. Okay, jetzt kommt Taktik. Und Taktik is everything and we are far. So, das wollte ich aber mal ganz, ganz schnell nach hier. So. Das haben wir heute mal so ein bisschen erkundet, aber auch ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Das war eindeutig zu viel. Nutzt den Moment. Gut. Wo sind denn da? Achso, das ist da unten. Achso, dich nochmal. Ich hörte, der Krieg sei neulich hier durchgekommen. Haben Sie gesehen? Wow, da hat es auch gerade bei mir gerade geleckt. Nicht lecken, ist nicht Huhn. Ist echt nicht voll Korall. Finde ich echt überhaupt nicht Korall. Da willst du gleich auch sogar schon die Folge hier beenden. Ah, schön. Ja. So mag ich das. Meisterin des Zepters. Ah, ich halte einen schönen Fehler Folge frei. Da machen wir jetzt Trick 75. Schnell laufen, 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 entdeckt und ausweichen. Und unsichtbar. Nee, 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 ihr könnt mich nicht sehen. Scheiße. Ihr könnt mich wieder sehen. Das war zu viel. Dann hätten wir hier schon alles entdeckt. Dann könnten wir eigentlich nur noch ein neues Event in der Nähe. Ah, da nehmen wir jetzt aber nicht dran teil. Ich habe keine Lust auf das Quartal. Aber jetzt ist auch wirklich die Folge schon vorbei. Würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung und Kritik. Alles in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.